Yo, meine lieben GTA-Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 100% Guide von GTA Chinatown Wars. Ja, heute machen wir noch die letzten verbliebenen Rennen oder Zeitrennmissionen. Diese sind für die PSP exklusiv, also diese könnt ihr dann nicht auf der DS-Version und auch nicht auf der Android- oder iOS-Version zocken. Ja, und ich habe schon ein bisschen Angst, weil beim letzten Mal kam es ja zu manchen Rage-Ausbrüchen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was mich hier erwarten wird noch in den vier letzten Rennen. Ja, das erste Rennen findet ihr genau hier. Und natürlich fangen wir an mit einem Motorrad-Zeitrennen. Und es gibt natürlich alles wie immer ungeschnitten, wie es halt auch beim letzten Mal so war. 55 für die Bronzemedaille. Und ich glaube, das war ja auch immer... Oh Gott. 10 Sekunden früher oder 10 Sekunden schneller muss man sein als die Bronzemedaille, um Gold zu bekommen. Natürlich wird es auch hier überall eine Goldmedaille sein, die wir erhalten wollen. Oh Gott, was ist das denn wieder für ein Rennen? Ich habe schon wieder richtig Bock drauf. Also 45 Sekunden müssen wir quasi machen mit der blöden Steuerung von dem Motorrad. Wo eigentlich so schlecht kommen wir gar nicht. Kommen wir gar nicht hier durch, muss ich sagen. Oh, Silber, okay. Also doch keine 10 Sekunden weniger. Dann gleich nochmal. Das Rennen heißt übrigens Highway Heat. Okay, 40 Sekunden. Aber 40 Sekunden ist ja voll human. Das kann man mal festhalten. 40 Sekunden ist echt machbar. Da hätte ich jetzt von Rockstar tatsächlich Schlimmeres erwartet. Weil wir haben ja hier auch jede Menge Face gehabt. Beim ersten Durchgang. Und der erste Durchgang ist ja immer erstmal so ein bisschen, ja. Wir kommen erstmal rein ins Rennen. Gucken erstmal, wo uns die Checkpoints hinführen wollen. Boah. Diese Steuerung, ey, Leute, ich sag's euch. Das macht keinen Spaß. Shit. Aber auch hier 41 Sekunden. Also noch eine Sekunde müssen wir besser sein. Okay. Leider kann ich ja nicht diesen nach oben steigen Trick wie in einem GTA San Andreas zum Beispiel machen. Finde ich auch ein bisschen schade. Da könnten wir auf jeden Fall noch mehr rausreißen. Oh. Ja, eigentlich kann ich das Rennen jetzt schon wieder beenden. Wir müssen halt nur exakt gut durch die Kurven rumkommen. Okay, das war zum Beispiel jetzt schon mal gut genommen. Ja. Hier können wir gleich nach... Hier auch gleich nach links. Shit. Ach, Mist. Blöden Autos hier, ey. Ja, komm, das war's doch schon, oder? War's das schon? 38 Sekunden? Ja. Mist, aber auch hier wieder. Wir toppen immer unsere Bestzeit. Und das ist ja die Hauptsache. Immer besser zu sein als im vorherigen Durchgang. Ey, hätten wir echt nicht den Fehl gehabt? Denn, also hier kann man bestimmt locker, wenn man richtig durchkommt, vielleicht sogar 35 Sekunden machen. Würde ich sogar als realistisch einschätzen. Okay. Ja. Boah, wow, verpiss dich. Nein! Ach, Mist. Wohl, komm. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich guck grad nicht auf die Zeit. Nein! Es haben 6 Millisekunden gefehlt. Oh Mann. Aber komm, jetzt, jetzt, der jetzige Versuch, der wird's. Komm. Concentration. Mega Concentration. Ah, das war eigentlich schon wieder Mist. Aber jetzt bin ich hier mal mit Vollgas. Ja, komm. Das brechen wir lieber gleich ab.
Aber das geht. Das Rennen, das geht tatsächlich mal. Aber da habe ich halt ehrlich gesagt auch schon ein bisschen Angst vor den anderen Rennen. Weil die werden dann, denke ich mal, nicht mehr so einfach werden. Ah, sehr gut durchgekommen jetzt hier. Oh, und wieso blendet das ja alles so? Das ist alles so grell hier. Was ist denn hier los? Alter Schwede. Oh, sehr gut auch hier durchgekommen. Nein, das gibt's nicht. Wieso? Huang, du Loser. Wir hätten das jetzt gerockt. Aber nein. Das war jetzt ärgerlich. Dass er da jetzt vom Bike fallen musste, warum auch immer. Boah, was kommen denn jetzt für Autos auf einmal hier? Also entweder man hat Glück und die stehen gut, oder halt keins. Ah, toll, noch. Ach, komm! Ey, jetzt kommen solche Anfängerfehler hier rein noch. Ich sehe schon wieder, wohin der Part uns führt. Zu Rage. Und das ist erstmal das erste Rennen. Aber gut, ich muss mir immer vor Augen halten, dass ich auch alle Rampages auf Gold gemacht habe. Und das war wesentlich härter hier als diese Chose. Oh, gerade so noch gekriegt? Nein, 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 nein. Oh, die Kurve habe ich gut genommen. Nein, natürlich gegen den Wasserbottich hier gefallen. Ja, aber geschafft. Huhuhuhuhu. Trotz Fails. Goldmedaille erhalten. Ja, dann ab zum nächsten Rennen, würde ich mal sagen. Das nächste Rennen findet ihr dann hier auf der zweiten Insel, dort wo ich gerade bin. Und da steht auch eine Karre. Dann schauen wir doch mal rein. Ich habe jetzt leider nicht gelesen, wie es heißt. 1 Minute 10 für Bronze. Also hier wahrscheinlich auch wieder 1 Minute. Oh Gott. Und das ist auch noch... Oh Gott, so ein rutschiges Teil hier oder was? Ja, wo muss ich denn ja lang? Ja, klar. Mal erstmal nur gucken, wo ja diese Checkpoints sind. Oh Mann. Das könnte hart werden. Weil wenn das Teil so rutscht, was machen die denn hier? Oh Gott. Uah. Ja, wo fahr ich denn jetzt lang? Ja, toll. Was machst du denn? Oh Mann. Okay, aber es ist der erste Durchlauf. Wie gesagt, nur erstmal die Strecke checken. Wo müssen wir hier lang? Oh, ja, ist aber auch ganz schön eng durch die Klippen. Oh Gott. Ja, das kann ja für jede Menge Fails sorgen. Aber gut gelandet. Und sogar Bronze erhalten. Für den lausigen Versuch war das schon gar nicht mal so schlecht. Comet's Tail heißt das Ganze. Okay. Na dann jetzt mal ab in den zweiten und richtigen Versuch. Was heißt richtiger? Ja gut, ist eigentlich schon ein richtiger. Boah, Alter. Wer ist denn der bitte geflogen? Ja, komm, jetzt verfolgt mich noch die Bullen oder was? Komm schon. Oh, steile Kurve. So, und hier kommen diese 3 Stück, ne? Oh Gott. Ja, schön gedriftet noch, sonst wäre ich reingefahren. Vielleicht ist Driften... Ah, nein. Ah, das war auch schlecht jetzt. Das war richtig schlecht. Da darf man eigentlich gar nicht mal so schnell fahren. Weil das ist ja so viel mit Engkurven und Steinen vor allem. Und Bäumen. Oh Gott, das wird dauern. Das wird dauern. Ja, noch nicht mal unter, noch nicht mal Silber, ey.
Könnte ich eigentlich notfalls andersrum fahren? Wird es besser sein? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Ah, shit. Ich probier's mal jetzt aus, wenn ich nach links fahre. Oder schließt das hier so ab? Naja, das schließt auch hier so ab. Also haben wir eigentlich auch gar keine Möglichkeit. Ah, hier muss man driften. Das war auch sehr gut gemacht. Und hier gleich aufpassen, genau hier bei der Stelle. Haben wir auch immer jede Menge Punkte verschenkt. Boah. Ja, jetzt beginnt der Shitweg. Ach, Mist. Komm. Rein hier. Ach, Mist. Ja, kriegen wir wenigstens noch Silber wahrscheinlich nicht, ne? Doch, gerade so. Jetzt können wir zumindest mal sehen, was Gold ist. Bin ich mal gespannt. 55 für Gold, 5 Sekunden. Okay, ja, mit viel Luck könnten wir das erreichen. Boah. Aber der Wagen fährt sich so beschissen. Ich wollte eigentlich bescheiden sagen, aber... Ja, wo muss ich mich jetzt zu sehr konzentrieren? Ah, nein. Und die Autos fahren ja auch noch so beschissen wieder lang. So. Einen großen Fail haben wir ja hier gemacht. Und wir haben wieder diesen Shitstein getroffen. Alter, was ist das denn für eine Karre, ey? Die hebt ja wahnsinnig ab. Nochmal. Ah, hätten die da nicht wenigstens mal ein ordentliches Auto haben können? Okay, jetzt haben wir mal Glück gehabt. Oh, hier haben wir jetzt auch mal Glück gehabt. Komm schon. Ja, ja auch. Das passt. Jetzt mal ganz behutsam hier langfahren. Ich denke, man kann ja noch nicht mal so viel Zeit rausreißen. Man sollte einfach nur normal hier fahren. Nein, ich Idiot. Ja, jetzt backe ich ja in so einem Kackbaum fest, ey. Ja, das Auto fährt und fährt, aber ich drücke überhaupt keinen Knopf. Von mir aus doch. Okay, also man muss ja noch nicht mal... Ach, was mache ich denn? Oh, also jetzt kommen die sinnlosen Fails rein. Komplett die falsche Strecke gefahren. Komm schon. Ja, da hat mich aufgehalten, ist mir egal. Oh, Mann. Okay. So, und jetzt bitte nicht an diesem Kackstein. Jawohl. Okay, 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 okay. Ja. Oh. Wer baut denn hier auch ein Rennen ein? Welcher Rockstar Spezi wieder? Komm, komm! Wow! 7 Sekunden! Okay, ja. Doch nicht so schwer. Will ich jetzt mal sagen. Ja, einwandfrei. Das nächste Zeitrennen befindet sich dann genau hier, also gleich hier links von der Tankstelle auf diesem Platz. Und wir haben eine geile Karre diesmal. Unterbieter 1,5. Also vielleicht ja auch wieder 50 Sekunden. Oh, ja, man sieht ja richtig viel wieder. Toll. Was ist denn jetzt hier rein, oder was?
Ach nee, ich muss hier hinten rum. Ja, komm. Warte, wir starten das gleich nochmal. Nicht, dass ich mir noch irgendwas Falsches einpräg. Macht jetzt auch keinen Sinn. Home One heißt es. Ja, es weiterzumachen. Weil zumindest eine kleine realistische Zeit will ich dann schon abschließen. Wo mich die Reise hinführen wird. Oh Gott. Ja. Okay, durch die Häuser durch. Oh, durch den Park? Hallo, habt ihr gelitten oder was? Ach nein, wieder die Strecke. Ja, die hatten wir auch schon beim letzten Mal. Ah, ja, klasse. Und genau an dieser Fahne bin ich auch immer sonst hängen geblieben. Ey, ich raste aus. Alter, was ist das denn für ein Rennen? Das ist ja gar nicht mehr normal. Na, toll. Wohl so schlecht waren wir jetzt gar nicht mal. 58 Sekunden. Schade, ich hätte gern schon Silber gemacht. Bestimmt bei 55 Sekunden, ne? Ah, ne, bei 50. Also ist Gold ja sogar entweder 45 oder sogar 40 Sekunden. Okay. Dann ist das gar nicht mal so einfach. Zumindest nicht so einfach wie die anderen beiden. Ach, ich Idiot, Mann. Es steht ja auch eine dreckige Parkbank. So. Oh, ich hasse es. Okay, komm. Ah, also driften braucht man echt nicht. Shit, ey, noch nicht mal Silber. 54 Sekunden, also 4 Sekunden müssen wir erstmal für Silber rausholen. Oh Gott. Also darf man fast wirklich gar nicht stoppen. Ja. Sinnlos. Vor allem, weil man hier so wirklich gar nichts sieht. Und go. Ja. Die war gut. Ja, das nicht. Ach, dieser dreckige Van, ey. Ja, komm. Hör auf. Sinnlos. Ja, jetzt verhafte mich noch, oder was? Meine Güte. Bleib ich an diesem ekligen Gitter hängen, ey. Komm schon, komm schon. Ah, was ist denn hier los jetzt? Jetzt nimmt's Züge an. So, den Baum haben wir diesmal ganz gut genommen eigentlich. Oh, immer diese Kurven, ey, Wahnsinn. Komm schon, jetzt. Was macht der denn jetzt? Der hebt einfach ab, oder was? Ja, driften braucht man echt. Immer bremsen mit der Karre. Ja, zumindest Silber. Zumindest Silber, das ist das schon mal viel wert. Und wir sind auch hier wieder einige Male ins Stocken geraten. 5 Sekunden. Boah. Das ist knackig. Das ist knackig, wenn man das mal sagen darf. Oh, fast in die Tankstelle reingerast.
Oh, Backe. Nein. Ah, bei diesem Drecksbaum. Komm, komm. Jetzt einmal. Wieso hat er jetzt keinen Schnellstart gemacht? Oh, der war sehr gut. Der war sehr gut. Ja, der war auch sehr gut. Nein, aber das... Ach, wollte ich schon sagen. Drecksman. Das war ein richtig guter Start. Schon wieder kein Schnellstart? Will das Spiel mich eigentlich rollen, oder? Komm. Bitte kein Van, bitte kein Van, aber dafür jetzt das Auto, ist mir egal. Komm. Baum, weg. Hier kein Van, zum Glück. Oh, auch sehr gut gemacht. Jetzt bitte keine Säule. Und jetzt auch nicht hier irgendwie noch abheben oder sowas. Komm, 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 komm. Shit, jetzt habe ich zu stark abgebremst. Nein! Ach, das wäre es gewesen. Ich glaube, eine Sekunde. Ah, Mist. Oh, fast 2 Sekunden. Das ist schon ganz schön. Okay, Schnellstart jetzt mal. Aber meistens bei einem Schnellstart funktioniert dann irgendwas anders nicht. Ja, zum Beispiel das. Ja, brauchen wir gar nicht weiter zu machen. Ah, Mann. Die Runde war so schön und ich habe mich einfach nicht getraut, schnell zu fahren. Mist. Mist, Mist. Man sieht ja aber auch nichts bei der Scheiße. Oh, ja, klar. Ja, zum Glück bin ich nicht tot, ey. Ja, klar will ich neu starten. Was denn sonst? Ich seh's noch kommen, ich gehe noch voll in die Luft, ne? Diese dreckige Säule. Jetzt steht ja gar kein Tanker mehr. Shit, aber schaffen wir das überhaupt noch? Jetzt muss ich mal hier durchziehen bei dem Baum. Oh, bei dem Baum kann man echt gut durchziehen. Wenn man dann weiß, wo man langfahren muss. Toll, das war es eigentlich auch schon. Jetzt muss ich mal hier richtig durchziehen. Oh Gott. Na, so nicht. Ich finde, hier lasse ich auch immer viel zu viel Zeit raus in dem Kreisel hier. Und go. Jetzt steht der scheiß Laster wieder. Ja. Yeah. Tja. Shit, viel zu weit ausgeholt. Ach, Mann. Es gibt ja aber auch so viele Möglichkeiten zu failen in diesem Rennen. Das ist Wahnsinn. Das Rennen würde ich sogar als schwerstes Checkpoint-Rennen wahrscheinlich sogar abstufen. Weil das, ja. Also hier haben die Entwickler auf jeden Fall richtig gelitten. Irgendwo dagegen fahren. Ja, aber gut. Nein, wieder diese Drecksfahne. Oh.
Ich gehe kaputt, Leute. Ich gehe kaputt. Gut, ich bin jetzt aber auch mit sehr viel Luck hier durchgekommen. Muss man mir dazu sagen. Das habe ich eigentlich gar nicht verdient gehabt gerade. Jetzt ist wieder kein Tanker da, ey. Na gut. Komm. Ist noch machbar. Diese Dreckskarre, ey. Ich schaff's noch nicht mal jetzt durchzu. Na gut, ja. Ich cutte ja auch immer dann gleich. Das macht halt auch keinen Sinn, weil wir müssen 2 fucking Sekunden rausholen. Ich frage mich, wie das gehen soll. Boah, das war stark. Ja, das nicht. Das ist dann wieder mal nicht so. Ey, komm, ich fahre jetzt hier mal ganz behutsam. Komm. Los. Buddy. Jawohl. Okay. Vollgas. Nein, 33 Millisekunden. Das gibt es nicht. Aber wir sehen, es ist schaffbar. Es ist schaffbar. Selbst wenn wir da behutsam lang fahren, wenn der Rest mega gut war, wie hier jetzt zum Beispiel, da haben wir auch schon mindestens jetzt eigentlich eine Sekunde rausgeholt. Wenn ich hier noch ordentlich Vollstoff gebe, genau. Boah. Okay, das ist gerade heftig. Jetzt bitte. Bitte. Langsam. Normal. Und gediegen. Oh, hier können wir auch noch schön abkürzen. Okay, weiter. Leute, ich glaube, das ist es. Das ist es. Ja. Oh, 3 Sekunden rausgeholt. Wahnsinn. Okay, das war jetzt heftig. Das war mega heftig. Läuft. Dann ab zum nächsten. Und hier haben wir auch schon das letzte Zeitrennen. Oh yeah. Und auch wieder eigentlich eine ganz geile Karre. Unterbiete 50. Oh Gott. Obwohl, geht noch. Hält sich noch in Grenzen, obwohl die Kurve, die ist richtig beschissen und die erst recht. Oh. Oh ja, klar. Was? Wieso? Ich hab doch gebremst. Wieso hat er das nicht akzeptiert? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Na gut, dann nochmal ein neuer Versuch. Können wir gleich nochmal unsere Zeiten verbessern, gerade für die eine Kurve. Shit, ich dachte jetzt schon, ich muss abbiegen. Ja gut, driften braucht man mit dem Teil auch wieder nicht. Komm, gleich nochmal ein neuer Versuch. Bringt nichts. Also hier gleich direkt langsam fahren. Aber es ist ein relativ schnelles Rennen, das letzte. Oh, okay, also wir wissen auf jeden Fall, wo wir noch Zeit rausholen müssten, wenn wir was bräuchten. Ja, wieso? Wieso hat er ja nicht vor uns gebremst? Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Aber das Rennen geht aber auch lang. Lol. Okay, aber selber schon.
Also gar nicht mal so schwer wie gedacht. Also sei denn jetzt Gold ist gestört. Nein, wir haben 2 Sekunden hätten wir noch gebraucht. Das schaffen wir ja noch. Das wäre doch jetzt gelacht. War das nicht sogar schon im zweiten Try? Na gut, eigentlich der dritte Try. Schaffen würden. Okay. Ja, und auch Gold gemacht. Klasse. Ja, das waren sie, die Zeitrennen. Oh, ich bin sehr froh, jetzt haben wir auch alle Zeitrennen abgeschlossen. Ziemlich nice. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten 100% Guide, wenn wir dann noch alle Häuser in Chinatown Wars kaufen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut dort rein und ciao. Euer Beschix.